Die hat auf jeden Fall gesprochen, die verrückte Hexe. Glück 20. Hier fehlt mir halt ein. Naja. Deine Pfeile bringen sie zur Strecke. Wo ist sie? Und auch die Raben, die Kinder, wussten es zu schätzen.
Können wir denn nichts für sie tun? Können Sie jemanden ihre Seelen zurückbringen? Wenn das irgendwie möglich ist? Ich fürchte nein. Ihre Seelen müssen intakt sein. In ihrer ursprünglichen Form. Nicht verdorben. Oh. Aber wir haben trotzdem was Gutes getan, oder? Ja. Ja, das haben wir. Okay, wir haben irgendeine verrückte Hexe umgebracht. Reliquie. Halt eine Schutzaura. Langweilig. Amulett. Erhöht Kratos Nahkampfschaden, wenn seine Gesundheit über 75% liegt, basierend auf seiner Abwehr. Alles für Damage. Da muss ich irgendwie noch Sachen machen können. Mond ist tot. Und nur Feinde sei noch da. Lächeln von Stratos. Mega für Valvar. Die haben so anstrengend gesprochen. Ich habe meinen Namen, Mutter, Vater und irgendwas mit Niedermähen verstanden. Asgard und Jötunheim. Ab nach Midgard. Hey, ich muss jetzt mal Fackel holen, um was zu trinken. Ah, besser. Besser. Tja, das ist es. Der Anfang vom Ende. Das Ende für Odin. Und danach ein Neuanfang für den Rest von uns. Atreus. Ich weiß. Ich freue mich nur, dass sich alle Reiche endlich gegen ihn wehren. Alben und Zwerge und Hel selbst. Du bist so sicher, dass sie sich vereinen. Sie müssen. Nach allem, was sie durchgemacht haben, müssen sie. Oder? Willst du in Midgard was machen? Also, solange wir noch können? Freya und die anderen bereiten noch den Angriff vor. Es bleibt also noch Zeit.
Ich habe irgendwie ein Scheißportal ausgesucht, oder? Ja, schon. Hätten wir das andere genommen, hätten wir einfach um den Schlitten springen können. Shinnara nicht mit hineinziehen. Statt die beiden also zusammen zu Ragnarok-Bestie werden zu lassen, fanden wir eine Lösung ohne sie. Naja, hoffentlich taucht er bei Ragnarok auf, um sein Schwert in Asgards Herz zu stoßen. Und wo genau ist das? Das weiß nur Sutter. Ich hoffe, wenn er es weiß. Gut, ich bin bereit. Die Armeen sind bestimmt in ihren Heimatwelten versammelt und erwarten das Gjallarhorn. Ich schätze, ich hatte gehofft, einige von ihnen hier zu sehen. Wenn sich alle Weltentürme zugleich öffnen, wird das was werden, Junge. Odin wird nicht glauben, was ihm bevorsteht. Nein. Odin konnte sich Lebzeiten darauf vorbereiten. Trotz Groas Täuschung hörte er als Tier die Wahrheit. Du darfst ihn nicht unterschätzen. Ja. Eine mitreißende Rede. Wirklich inspirierend. Wow, die Walküren sehen anders aus. Willkommen zurück. Hildiswini hat von deinem Erfolg erzählt. Wir haben entsprechend geplant. Tja, was wäre Ragnarök ohne Ragnarök? Wer schließt sich uns noch an? Sorry, dass ihr euch getötet habt. Ich sehe die Walküren. Noch besser. Sie sind wiedergeboren. Körperlich und unverdorben, dank einer erklecklichen Menge Warnenmagie. Sie sind jetzt Schildmeiden. Schön. Und dein Bruder? Er hat es geschafft. Die Alben haben einen Waffenstillstand und vereinen sich gegen Asgard. Das verschafft uns einen Vorteil aus der Luft. Und mit Hels Armee als Vorhut. Mit Sindri. Werden die Zwerge kämpfen? Wir haben nichts von ihm gehört. Aber es bleibt noch Zeit. Und ich glaube, wir können den Weg für die Ragnarök-Bestie jetzt freimachen. Na, wenn das so ist, warum überhaupt Sorgen machen? Sigrun. Schön, dich wiederzusehen, so lebendig. Oh, ja, ich war nicht ich selbst beim letzten Mal. Zum Glück geht's dir gut. Meine Königin, die Schildmeiden werden unter den Kräften aufgeteilt, die aus Alfheim, Helheim und hier in Midgard einfallen. Wir stehen bereit. Kratos, Atreus, Mimir, bitte entschuldigt mich. Oh, dann gute Nacht. Freya, hast du unseren Weg aus Asgard festgelegt? Wenn uns die Türme hineinbringen, bringen sie uns hoffentlich auch heraus. Und was, wenn nicht? Alle wissen, worauf sie sich einlassen. Bei unserem Plan fehlt nur noch eins. Ein Anführer. Diese Ehre gebührt dir. Du hast einen Anspruch darauf und genießt den Respekt deiner Truppen. Und du kennst diesen Feind bereits. Ich habe seine Invasionsarmee in Schach gehalten. Das hier ist unsere Invasion. Eine Belagerung seiner Lande. Ich brauche unseren erfahrensten Kriegsgeneral auf dem Feld. Anrechte, Prophezeiungen und Fürsprecher sind mir alle egal. Wir müssen einfach gewinnen. Freya. Ich weiß, ich verlange viel. Vielleicht schläfst du drüber. Da wären wir. Kratos, dein Zelt ist rechts. Und Atreus, deins ist links. Meins? Ein junger Krieger braucht seinen Raum, oder? Ja. Wow. Danke. Schlaf noch einmal darüber. Teile mir deine Entscheidung morgen früh mit. Als ob ich eine Wahl hätte. Die Welten im Krieg. Oh, hey. Darf ich vielleicht auch erstmal hier bleiben? Es ist nichts passiert. Hildi. Ich will nur allein Komm sein. Komm zu uns. Nachdenken. Setz dich. Hab ich was verpasst? Ich erzählte gerade, wie du mein
Und dann, als sie abgelenkt hatte, sprang ich heldenhaft herbei. Und gemeinsam haben wir sie alle besiegt. Es waren bestimmt 100. Keine Ahnung. Oder mehr. Erspar uns die Angeberei. Ist es wirklich so schlimm, dass einige meiner Ideen einfach funktionieren? Nein, aber... ich beneide dich schon. Auf welchem Gebiet? Sei nicht so gönnerhaft. Ich kalkuliere jedes Risiko, das ich eingehe, und versuche, alle Probleme vorab zu entschärfen. Und doch geht alles schief. Du stürzt dich einfach in Situationen, in die Gefahr. Und irgendwie klappt bei dir immer alles. Am Ende stehst du immer gut da, mit deinem blöden Grinsen. Naja, meine Reise nach Asgard lief nicht ganz so gut. Ja, man kann einiges durch Planung lernen. Anderes durch eine bessere Anpassung. Deshalb wart ihr beide ein tolles Team. Ich glaube, das liegt an unserem schlechten Vater. Sohn, es stimmt, dass Njörd kein guter Vater war, aber ihm verdanken wir, dass wir eine Familie sein konnten. Ach, und du gehst so hart mit ihm ins Gericht, Freya, wo du doch seine Wanderlust geerbt hast. Besonders, wenn es darauf ankommt. Das stimmt nicht. Ich hatte immer gute Gründe zu gehen. Sag's hier. Das habe ich vermisst. Sieht gar nicht mal so bequem aus. Bist du nervös, Liebes? Ich bin nervös. Was, wenn sie uns nicht akzeptieren? Uns nicht in die Schlacht folgen? Ich meine, in deren Augen sind wir... abscheulich. Aber ist das unser Problem oder ihrs? Der Einige hat gesprochen. Das sollte genügen. Sie werden uns folgen. Und wenn es nicht genügt? Dann zwinge ich sie dazu. Das ist die Albin, in die ich mich verliebt habe. Du zitterst. Mir ist kalt. Wir könnten jetzt gen Alfheim aufbrechen. Nein. Nein, ich möchte so lange wie möglich hier bleiben. Entschuldigung, aber ich möchte nachdenken. Allein. Dann werden wir dich in Ruhe lassen. Boah, hier war ein großes Zelt. Verzeihung. Darf ich kurz mit Mimir sprechen? Ich weiß nicht, was der Morgen bringt, aber wenn das unsere letzte Nacht ist, möchte ich in dieser Zeit nicht nur Hass fühlen. Erzählst du mir noch eine alberne Geschichte? Nichts täte ich lieber. Außer vielleicht ein Tanz. Ich bin nur etwas außer Übung. Bei allem Respekt, meine Geschichten sind nicht albern. Doch, sie sind alle albern, Mimir. Wir wollen nicht streiten. Hat schnell nachgedacht. Kann ich hier schlafen?
Du musst zur Ruhe kommen. Ich kann nicht. Dann kann ich dir etwas erzählen. Falls ich einschlafe, erzählst du mir den Rest morgen? Natürlich. Jetzt schließ die Augen. Da war ein alter Mann, der hackte Holz für sein Dorf. Jeden Abend da nahm er die Stämme auf seinen Rücken und brachte sie den anderen. Doch die Stämme waren schwer. Und er wurde schwächer mit den Jahren. Eines Tages warf er die Stämme hin, da er ihr Gewicht nicht mehr tragen konnte. Und er wünschte sich den Tod herbei. Und als der Tod kam, hat Faye war die Einzige, die meinen feinsinnigen Humor je verstanden hat. Sie war eine verdammt feine Frau. Abgesehen von ihrem Geschmack bei Männern. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt. Und heimgeführt. Verärgert dich meine Bitte? Tod gehört nun mal zum Leben dazu, Liebster. Ich will vorbereitet sein, wenn meine Zeit gekommen ist. Wir Sterblichen müssen sowas tun. Ich bin froh, dass du jetzt bei mir bist. Du bist ruhig. Ich habe nichts zu sagen. Sag irgendwas. Ich höre deine Stimme gern. Ein Scheiterhaufen. Ich hätte etwas anderes gewählt. Oh?
Erst erzählt die Geschichte nicht weiter, jetzt sind wir in der Traumsequenz. In meinem Land begraben wir unsere Lieben. Du würdest mich auf ewig unter der Erde einsperren? Du wärst in meiner Nähe. Rührend. Mein Leichnam würde dich beruhigen. Einst wolltest du dein Ende kontrollieren, oder? Das war anders. Die Umstände ja. Nicht die Absicht. Du rüstest dich für eine ferne Zukunft. Es liegt noch sehr viel Zeit vor uns. Ich will eine bessere Zukunft, die ohne mich existieren wird, wann immer der Tag kommt. Für dich und unseren Sohn. Wir gehören immer zusammen, Kratos. Du bist immer ein Teil von mir. Ich bin immer ein Teil von dir. Und wenn du fort bist, dann stirbt auch dieser Teil von mir. Faye, wenn du nicht bei mir bist... Nein. Die Liebe gipfelt immer in Trauer. Und doch lieben wir, trotz des Unvermeidlichen. Wir öffnen unsere Herzen dafür. Wenn mein Körper verbrannt ist, dann sammle meine Asche und streue sie vom höchsten Gipfel aller Welten. Du wirst das für mich tun. Zutiefst zu trauern, heißt ganz geliebt zu haben. Öffne dein Herz für die Welt, wie du es mir geöffnet hast, und du wirst sehen, dass es sich lohnt, weiterzuleben. Was ist los? Es ist Zeit. Wir sehen uns dann draußen, Vater. Wir hatten gehofft, noch einmal gemeinsam zu kämpfen, meine Königin. Ich auch.
Aber nicht als Königin. Als Schwestern. Bist du bereit? Ja. Ich bin euer General. Es ist eine Ehre, an deiner Seite kämpfen zu dürfen, General. Ja, Bruder. Ich bin an deiner Seite. Also, deine Befehle? Auf zum Tempel. Okay. Die Geschichte mit dem Holzfäller wird wahrscheinlich so geendet haben, dass Kratos der Holzfäller war. Also. Und der Traum hat jetzt quasi vielleicht die Antwort gegeben, dass er halt nun doch nicht bereit ist zu sterben. Hey, General Kratos! Ich habe etwas, das du für den Krieg brauchen wirst. Ich hole meinen Schmiedehammer. Oh. Sieht ein bisschen classy aus, die Rüstung. Ich hab so oft genießt, als die Sequenz war. Oh, du hast natürlich alle Rüstungen, die du brauchst. Gewinn einfach, nur das zählt. Au, ihr habt mir auf die Zunge gebissen. Oh, solltest du dich nicht vielleicht nochmal eindecken? Ist vielleicht die letzte Gelegenheit. General. Vater? General. 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 Hey, kurz! General. Danke. Ich kam hierher auf der Flucht vor der Vergangenheit. Für ein neues Leben. Ich verstecke mich nicht mehr. Ich will diesen Krieg nicht. Es gab genug Leid. Die Prophezeiung brachte uns nicht her. Sie gewinnt auch nicht die Schlacht. Kriege gewinnen die, die bereit sind, alles zu opfern. Wenn das der Preis der Rache ist, dann bitte. Odin hat uns allen schon so viel genommen. Die Welten haben gelitten. Es reicht. Was es auch kostet. Das endet. Heute. Wenn ein glorreicher Abgang bedeutet, dass Odin ebenfalls brennt, dann wähle ich ihn. Mit einem sehr breiten Lächeln im Gesicht. Für Brock.
Muspelheim-Turm ist gefallen. Und wenn Odin dann nach Nivelheim greift? Wir sperren Ragnarök aus. Wir müssen diese Kriegsmaschinen stoppen. Kein guter Anfang. Ist das sein Schwert? Ingrid! Und? An die Arbeit. Oh. Ihr drei, hinterher. Atreus. Freya, mir nach. Schützt die Flanken. Zu den Kriegsmaschinen. Einfach Krieg. Hier lang. Vorrücken. Wir haben noch Zeit. Wir müssen dahin. Wölfe? Rebola, ich wusste, dass du kommst. Bis später! Oh! Die kleine Riese ist auch hier. Warte, beschossen! Was machen wir als nächstes? Wir haben keinen anderen Plan. Wir konzentrieren uns auf die Kriegsmaschine. Wir sollten zur Schwachstelle hinter dem Asgard-Turm. Ohne Ragnarök ist das unsere einzige Chance, die Mauer zu durchbrechen. Ringdurs Schwachstelle? Ich dachte nur, Sutr weiß sie zu nutzen. Denken wir, dass ich falsch lag. Vorsicht vor dem Schwanz! Etwas. Gegner, hinter dir, Kratos! Hinter dir, Bruder! Die Kriegsmaschinen. Wir besprechen mit ihnen die Schwachstelle und greifen die Stadt mit unseren Verbündeten an. Klingt verzweifelt. Gut. Verzweiflung ist unser Vorteil. Mir wäre ein weltenzerstörender Feuerriese lieber, aber ich nehme an, Verzweiflung ist besser als nichts. Okay. Drachen! Oh, Valkyren! War das? Ja. Odins neue Valkyrenkönigin ist Gnarr. Das macht die Sache kompliziert. Da stimme ich zu. Beeilen wir uns. Oh, okay. Alben waren wir einfach wegplatziert. Umgestellt. Jetzt haben wir euch Klamotten und so. Ja, und das mit dem Halsschmerz, das finde ich auch wieder super kacke, aber denkt man das wohl auf, der Körper denkt sich so, oh, jetzt mein Traum, jetzt bin ich erstmal klar. Der Körper sich auch einfach sowas denkt. Achso, Schwierigkeitsgrad haben wir runtergestellt, ja. Wegen der Berserker. Hier lang! So lang? Hier hoch! Jörmungandr! Ein willkommener Anblick! Er ist uns aber nicht aus Midgard gefolgt! Eigenartig! Er sollte Thor beschäftigen. Durch.
Aber meine Haut ist doch wesentlich besser als die letzten Male. Oh nein! Verdammt! Bewegung! Zumindest ist diese Armee schon tot. Wir kommen nicht weiter! Die Einherjer kehren so schnell aus Valhall zurück, wie wir sie töten! Erledigt! Oh nein! Das war's mit der Alfheim-Unterstützung! Uns gehen die Armeen aus. Die großen Riesen haben es doch geschafft. Die Schlange wirkt anders. Er ist anders. Aber als ich weg war, egal, später. Die Einherjer-Bindung an Valhall. Ich muss sie mit meinen Schwestern trennen. Geh. Noch keine Spur von den Zwergen. Sindri lässt uns nicht hängen. Wir müssen ihm vertrauen. Versammle alle. Wir ziehen zum Svartalfheim-Turm. Im zweiten Hof verloren. Die Kriegsmaschinen. Oh, darum sind wir wohl ziemlich verzweifelt. Bruder, mach dich bereit! Also ich hoffe, dass die Miete ganz schön ist, sonst wird die ganze Zeit geheilt. Pass auf, linke Seite! Wache, Achtung! Verdammt! Der Rest sollte hier sein. Warum ist es nicht hier? Andre Boda! Nein! Die Walküre folgt ihnen durch den Weltenriss! Deine Freundin, sie schafft's schon! Wir müssen uns um wichtigere Dinge kümmern, selbst wenn wir die Mauer durchbrechen. Vielleicht ist es besser so. Besser für wen? Okay. Er muss dann einfach Fuß drauf auch. Die Zwerge sind hier. Gut gemacht, Sindri. Oh, ist nur Sindri. Es ist nur Sindri. Ich weiß, bin spät dran. Wo ist deine Armee? Dafür werden keine Zwerge mehr sterben. Sindri! Lass es! Odin zwang sie, diese Kriegsmaschinen zu bauen. Und ich werde sie jetzt zerstören. Bevor du sie zerstörst, müssen wir sie auf die Schwachstelle richten. Klar. Sollen die Zwerge doch hinter den Riesen aufräumen.